Hallo und herzlich willkommen auf Theoretia.de. Schauen uns nun an, wie wir ein gleiches System mit drei Gleichungen und drei Variablen, also hier x, y und z, lösen können. Ja, hier bietet sich immer das sogenannte Gaußsche Eliminationsverfahren an, das manche von euch sicher auch unter Additionsverfahren kennen. Und das kann man auch vereinfachen, indem man einfach die Gleichungen nicht mehr mit x, y und z schreibt, sondern als Matrix. Fangen wir also damit an, das in eine Matrix umzuformen. Das heißt, wir schreiben nur noch die Vorfaktoren, also die Koeffizienten hin. X plus y plus 2, z ist einfach 1 für ein x. Plus y ist auch 1. Plus 2z, also 2, gleich 3. Nächstes, 2, 2, 1, 3. Also 2, 2, 1, 3. Nächstes, minus x, also minus 1. Plus y, plus 1y, minus 1z, gleich minus 4. Manchmal schreiben wir auch so einen Strich zwischen die Lösungszeile und die eigentliche Matrix, ist allerdings nicht notwendig. Okay, jetzt wollen wir schauen, was wir machen müssen. Und zwar wollen wir ja letztendlich diese Matrix möglichst mit vielen Nullen ausstatten. Das heißt, hier, diese Zahlen hier, diese sollten verschwinden. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, durch Umformungen zu erreichen, dass diese Zahlen hier zu Null werden. Das heißt, wir können als erstes machen, man fängt immer bei dieser Zahl hier an, in der ersten Spalte, diese zweite Zahl. Was können wir tun? Wir können die erste mit 2 multiplizieren und dann können wir die beiden mit erste minus zweite verrechnen. Das heißt, ich multipliziere die erste mal mit 2 und dann schon wieder dastehen. 2, 2, 4. 6 und die andere wäre 2, 2, 1, 3 und die restlichen bleiben natürlich stehen. Minus 1, 1, minus 1, minus 4. Okay, und jetzt haben wir die Gelegenheit, die beiden voneinander zu subtrahieren, dass wir dann also die zweite Spalte hier 0 stehen haben. Nun, der Zufall will es so, dass wir hier dann auch gleich noch 0 haben. Das heißt, wenn wir hier die erste einmal nehmen und die zweite minus einmal, das heißt, wir hätten hier dann stehen, die erste bleibt immer stehen, das müsst ihr euch merken. Die erste bleibt stehen, also ist hier 2, 2, 4, 6. Und die zweite, 2 minus 2 ist 0. 2 minus 2 ist wiederum 0. 4 minus 1 ist 3. Und 6 minus 3 ist auch 3. Die letzte Spalte können wir stehen lassen. Letzte Zeile minus 1, 1, minus 1, minus 4. Das heißt, wir haben jetzt schon eigentlich die Lösung für das Z schon rausgefunden. Wenn wir dieses hier umschreiben, wieder zurückschreiben würden, dann steht hier also da 0x plus 0y plus 3z gleich 3. Das heißt, hieraus wissen wir eigentlich schon, z ist 1. Um der Übersichtlichkeit halber, dass wir die Nullen möglichst weit unten stehen haben, wir wollen hier unten Nullen haben, können wir einfach auch die zweite und die dritte Gleichung vertauschen, das macht ja nichts aus. Das heißt, wir können auch schreiben einfach 2, 2, 4, 6, minus 1, 1, minus 1, minus 4, 0, 0, 3, 3. Und jetzt haben wir hier unten schon beide Nullen, jetzt müssen wir noch dieses hier wegbekommen. Was können wir dann machen? Wir multiplizieren diese Spalte mit 2, das heißt, dann können wir wieder hier mit Addition, das heißt 2 und minus 2, dann wieder unsere Lösung rausbekommen. Das heißt, wir haben unsere Gleichung jetzt, oben bleibt immer stehen, 2, 2, 4, 6. Dann minus 2, 2, minus 2, minus 8. Und unten bleibt auch stehen, 0, 0, 3, 3. Okay, und jetzt können wir die beiden miteinander verrechnen. Das heißt, es steht da, wir nehmen hier einfach einmal die erste und einmal die zweite. Das heißt, es steht da, die erste bleibt wiederum gleich. 2, 2, 4, 6. Und dann hier 2 minus 2 ist 0. 2 plus 2 ist 4. 4 minus 2 ist 2. Und 6 minus 8 ist minus 2. Unten bleibt stehen, 0, 0, 3, 3. Und jetzt
wo wir diese drei Einträge wirklich 0 haben, sind wir mit der Rechnung eigentlich fertig. Das heißt, weil wir hier unten ja schon eine Lösung rauslesen können, können wir dann die Lösung, die wir hier haben, dann hier oben eintragen und die beiden Lösungen, die wir dann rausbekommen, ganz oben eintragen. Das heißt, es lohnt sich schon hier, um weitere Fehler zu vermeiden. Wir können jetzt natürlich auch noch diese hier, diese Einträge hier auch noch zu Nullen werden lassen. Allerdings, das brauchen wir nicht unbedingt, wenn wir eben jetzt direkt wieder rückrechnen. Das heißt, es steht da, diese 2246 wird also 2x plus 2y plus 4z gleich 6. Die nächste heißt dann 0x plus 4y, also 4y plus 2z gleich minus 2. Und die letzte 0x plus 0y plus 3z, also 3z gleich 3. Das ist die sogenannte obere Dreiecksform, weil hieraus können wir direkt die Lösung berechnen. 3z gleich 3, das folgt also z ist 1. Dann setze ich die in die zweite ein. Das heißt, hier stehen also 4y plus 2z, also plus 2 mal 1, gleich minus 2. Dann mache ich die hier rüber, die 2, mit minus 2. Da steht 4y gleich minus 4, teile ich durch 4. Y ist minus 1. Habe ich die zweite Lösung. Und jetzt habe ich hier zwei Lösungen, die kann ich ganz oben einsetzen. Also 2x, das bleibt unbekannt. Plus 2y, also plus 2 mal minus 1. Plus 4z, also plus 4 mal 1. Das soll 6 ergeben. Das heißt, ich stelle 2x. 2 mal minus 1 ist minus 2. Plus 4 ist 2. Also hier plus 2 gleich 6. Mache ich minus 2, das steht also 2x gleich 4, teile durch 2, dann ist x also 2. Das heißt, ich habe das gleiche System gelöst, habe für die x den Wert 2, für y minus 1 und für z gleich 1 bekommen. Letztendlich hätten wir weitergerechnet auf diese obere Dreiecksform und versucht hier überall 1 noch hinzubekommen durch Teilen, dann hätten wir das bekommen, was ihr im Taschenrechner rausbekommen hättet. Ja, ihr hättet ja genauso, anstatt es hier von Hand zu rechnen, diese Matrix in den Taschenrechner eingeben können, und dann den Taschenrechner die Lösung bestimmen lassen können. Dann hätten wir am Ende was bekommen. Hätten wir hier oben in der Diagonale nur 1 stehen, sonst überall 0 und hinten dran die Lösungen. Die Lösungen wären also dann x gleich 2, y gleich minus 1 und z gleich 1 gewesen. Das heißt, wäre am Ende diese Lösung rausgekommen, hätte man auch genauso dann diese drei Lösungen, die wir hier rechnerisch bekommen haben, ablesen können. Dankeschön.